som sisse lit alsam, gang rifte brune, gang rifte kale, sisse lit alsam, installie ho. Oh, es merze glückli und neis, auf und tät erst, es ganzes Tröpfli binnenand. Es ist Anneli Lüssi, die so singt und sich freut. Das Döstaler Anneli mit den schwarzen Kruselhaar und den Augen, die gewiss gerade die gleiche Farbe haben wie der Himmel über dem Wald. Das Anneli läuft schon barfiss. Es friert zwar an die Füsse, aber es mag es einfach nicht erwarten, bis es die Schuhe wieder zu Hause lassen kann. Dann ist es am ersten so recht wohl. Chori! Chori! Da hat es Märzenglöckli! Der Churi ist dem Strählmacher sein Knecht und dem Anneli sein Freund. Man kann ihm alles erzählen und er kann alles flicken, wenn etwas kaputt ist. Jetzt treibt er dem Strählmacher seine Kühe auf die Weide. Das Futter auf dem Heuboden ist knapp geworden. Das Anneli hat es schon gesehen. Es steckt ja halb Zeit beim Churi hin und schaut, was er macht. Hey, Wutschach durch, Stwiegel! Auf dem Strässli wächst kein Gras! Wir sind im Döstal, ich habe es glaube ich schon gesagt. Und zwar zu einer Zeit, wo noch kein Auto durchs Talströssli darauf zu schnitzen gekommen sind. Auch keine Bahn ist gefahren. Man ist zu Fuß gelaufen, wenn man einen Tee hat wollte. Und das war gewiss nicht übel gewesen. Dös hat neben einem zugemurmelt. Da und dort hat ein Vogel jubiliert. Man hat Kuhglocken gehört bimbeln und etwa die eben auch singen. Gott's Dummer, du kannst es! Sanna-la-du-ya-ho, 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 Ritu-li-ho. Samali, die Heim kann es besser als ich. Ich habe Lieder von ihm gelernt. Von ihm und vom Emil und vom Rüdel. Wir singen jetzt Abend vielleicht wieder auf dem Bänkli vor dem Haus. Sitzt ihr heute auch verrossen, Churi? Ja, wenn es nicht stark kühlt, wohl. Hey, Strigl, musst du jetzt ausgerechnet dort fressen, wo die Liesen ist? Fort mit dir! Das ist wieder der Strigl, gell, Churi? Das ist... Anneli! Anneli! Hörst du nichts? Es ist die Mutter, die ruft. Hat sie dir am Ende geschickt, go Stein auflesen auf dem Macher? Stein? Natürlich! Stein! Adieu, Churi, ich muss gehen! Hey, du! Deine Blümli, du verlierst ja den ganzen Meier. Gehöre ich recht? Es wird doch nicht sein. Mol, wahrhaftig. Der kommt ein Zeitlimacher den Weg darauf. Man kennt ihn an seiner brandroten Kappe. Kein anderer, weit und breit, hat so eine Kappe auf dem Kopf. Der Zeitlimacher aus dem Schwarzwald ist schon unterwegs. Jetzt kann es nicht mehr fehlen. Er bringt den Frühling mit. Das tickelt und tackelt einem geradeweg sein Herz. Gewiss Gott ist wahr. Es geht mir jedes Jahr gleich. Der Zeitlimacher, ein kleines Mannli mit lustigen Augen, ist so sicher, dass es jedes Jahr Frühling wird, um die Zeit mit seinem Räf am Rücken und den vielen kleinen und grösseren Tickeltackelhürli dran, das Tal aufzuwandern kommen. Herzige Zeitli sind es gewesen. Haben ausgesehen wie Häusli mit einem Dächli. Manchmal haben sie noch ein Löchli im Gesicht und wenn sie geschlagen haben, ist dort ein Männli oder ein Fraueli oder auch ein Vögeli rausgekommen. Ich sage euch, Ürli sind das gewesen. Zu Fuss ist er gekommen. Er hat ja die Zeit. Und gibt es überhaupt etwas Gefreutes, als im Frühling über Berge und durch Täler zu wandern, zu sehen, wie die Blümchen aus dem Boden schlüpfen, wie das Grüne da hängen an und der Wald anfängt zu blühen? Der Zeitlimacher flickt auf seinem Weg da und dort nur, wo der Rappel hat und nicht mehr laufen will. Natürlich verkauft er auch von seinen Zeitli. Man kennt ihn überall herum. Die Leute sehen ihn gern kommen. Auch Anneli und seine Mutter hören das Tickeln und Tackeln vom Zeitlimacher seinen Ürli. Jetzt weiss die Mutter, dass die Tausigskrott neben der Zuhe nicht mehr zu heben ist. Und richtig, dem Anneli seine Augen fangen an leuchten. Der Zeitlimacher! Mutter, der Zeitlimacher! Er kommt Strässli darauf! Sie ist mir auch, ich höre etwas tickeln. Ich will schauen, Mutter! Man muss es der Grossmutter sagen. Das Bein von ihrem grossen Zeit an der Wand bambelt nicht mehr recht.
Der Kuri hat es nicht flicken. Mutter, ich komme gerade wieder. Ja, und Stein auf dem Acher. Meinst du, die gumpen allein raus? Nichts ist, es ist höchste Zeit zum Ansehen. Sicher, Mutter, ich bin gerade wieder da. Ich lese alle Steine auf. Das Babettli hilft mir. Sicher, Mutter, sicher. Die Kugelkrott. Wenn sie etwas in ihrem Kruseli-Kopf hat, dann bringt man es nicht mehr raus. Aber die Steine werden aufgelesen, Anneli. Sonst steht dann das abige Kreisbäckchen an deinem Platz, wie auch schon. Die Frau Lüssi hat die Hacken auf die Achseln genommen und ist gegen das Dorf Durbental zugelaufen. Es verwundert sie nicht, dass das Ringelum auf den Feldern die Leute aufhören zu arbeiten und gegen Strössli durchschauen. Der Zeitlimacher kommt. So etwas erlebt man nicht alltag. Sogar der Gäckeli Kasper hat seine lange Nase zum Feister ausgestreckt. Und das Kreidemannli und sein Fraueli, die nicht grösser sind als Zwerg und Klüpperli und Kehle machen, schlagen die Hände zusammen vor Freude. Wie aus dem Boden gestampft, ist ganz plötzlich ein ganzer prägelter Buben und Mädchen hinter dem Zeitlimacher reingelaufen und um ihn herum tanzen. Sie haben nicht genug können fragen. Haben wir schwer Zeitlimacher? Dort ist unser Haus, ihr könnt bei uns einfach abstellen. Haben ihr alle die Zeitli selber gemacht? Und angemalt? Ich will das mit dem Vögeli. Ich das mit dem Fraueli und dem Mandli. Das ist Kunst, gell? Der Kuri bei uns im Dorf macht auch auf jede Weihnacht eine Kunst. Aber kein Zeitli, das könnt ihr nicht. Das ist schwer, gell, Zeitlimacher? Hans-Jörg, ja, auch das Anneli ist natürlich dabei. Es hat von lauter Zeitli die ganze Welt vergessen. Grossmutter braucht gewiss auch ein Zeitli. Sie wohnt mit dem Anneli, seinen Geschwistern und dem Vater und der Mutter im gleichen Haus, im oberen Stock. Aber sie ist fast immer im Wald, einmal vom Frühling bis tief in den Herbst. Sie bringt Holz und Beere heim, auch Kräuter für Tee. Das Lüssis Durbental hat nicht nur ein Kind. Es sitzen 4 Buben und 4 Mädchen beim Essen am Tisch. Der Rudi ist der Älteste und Samari das Älteste der Mädchen. Die Buben und Mädchen müssen der Mutter tüchtig helfen, arbeiten, sei es daheim oder auf dem Feld. Der Vater hat keine Zeit für Serix. Er ist Maler. Seine Werkstatt ist ein Haus angebaut, wo die Lüssis wohnen. Aber auch das steht nicht allein. Strählmachers Haus und Schür gehören noch dazu. Man sagt den so zusammengebauten Häusern ein Flarz. Dem Anneli, sein Vater, ist weitum bekannt, weil er so schöne Blumen und Figuren auf Kästen und Bettern malt. Manchmal geht er mit seinen 2 Arbeitern fort und malt Sprüche und Kränze an die Häuser und dazu noch die Namen von den Leuten, die diese Häuser haben lassen bauen. Es ist ein geschickter Mann, das muss man sagen. Sogar auf Fahnentücher kann er malen, Grabtäfeli verzieren und Namen draufschreiben. Seine Kinder dürfen ihn nicht stören bei der Arbeit. Und doch probiert Anneli heute wieder einmal durch den Türspalt in seine Werkstatt einzuwischen. Es will ja nur schauen, was der Vater macht. Da hört es der Mutter ihre Stimme. Anneli, wo bist du? Ich bin ja schon da, Mutter. Sind die Steine aufgelesen auf dem Acher? Ja, Mutter. So ist recht. Dann gehst du mir noch schnell Salz holen. Schau, da ist das Säckli. Wenn du den Schacki noch einmal siehst, sagst du, ich warte auf ihn. Er soll machen und heimkommen. Alleweil muss ich Salz holen. Semili könnte auch mal gehen. Grüezi, Kuri! Sind ihr wieder daheim? Und Sepp bin ich. Und auch wieder am Werken. Wenn wir duschen, du stehst an den Scheiterbock und ich gehe Salz holen. Ich könnte doch nicht scheiten. Aha. Es ist meine Lichter, mit dem Salzsäckchen durchs Dorf zu spazieren. He? Nimm's Hinterbein führen, dann bist du schnell wieder da. Kuri! Kommen dort die Kühe auch an den Brunnen? Sogar das Kalb. Heute könntest du es sehen. Oh, ich komme schnell wieder. Das Anneli sperbert bei Schürmeiers noch schnell in die Stube rein, um zu schauen, ob der Zeitli machen noch da sei. Richtig, dort sitzt er am Schiffertisch und hat ganz viele Rädchen vor ihm zu. Er hat das Zeitli auseinandergenommen. Kann er es echt wieder zusammen machen? Sicher übernachtet er auf dem Ofenbank. Es hat auch schon auf dem Ofenbank geschlafen, wo es krank war und nicht mehr konnte schlucken. Es war im letzten Winter. Jetzt muss es gehen. Es muss doch Salz holen bei der Frau Stahl im Lädeli. Man kommt in dem Lädeli auch Petrol über für die Lampen, auch Kerzen und Zuckerstück und Bärendreckstängel, wenn man einen vorigen Batzen hat. Das Anneli hat keinen. Die Frau Stahl füllt ein Säckli mit Salz. An der Türe bimbelt Glöckli.
Anneli steht wieder auf der Strasse. Weit und breit ist niemand drum. Es sind beim Gasthof zum Bären auch keine Rosse angebunden. Wenn der Bott von Winterthur ankommt und die Leute unter dem Wagendach vorgeschlafen sind, bindet er amigs die Rosse an die lange Stange und hängt einen Tabersäck an. Er fährt aber nicht alltag. Das Anneli stellt sein Salzsäckchen am Boden. Es ist ordentlich schwer. Da sieht das Kind das Gitter an der Hausmauer vom Bären, fast am Boden unten. Das Anneli hat es schon manchmal gesehen. Heute lust es auf einmal zu probieren, ob man den Fuß zwischen den Gitterstäben abstrecken kann. Der knackige Fuß. Oh, das geht aber schwer. Aha, jetzt ist es schon weiter drin. Tut das nicht weh? Jetzt nur ein bisschen, ein bierer bisschen. Oh, der Fuß ist drin. Das Anneli hat feuerrote Backen. Es will den Fuß wieder rausziehen. Es zehrt, es morgset. Schliesslich fängt es an webern. Es geht nicht. Es geht nicht. Bring den Fuß nicht mehr zum Gitter raus. Ich muss heim. Mutter wartet auf Salz. Aua. Aua, an mein Fuß. Oh, ich bringe ihn nicht mehr raus. Nichts trägt sie im Bären. Man könnte meinen, der ganze Gasthof wäre leer. Auch der Gäckeli Kasper auf der anderen Seite der Strasse zeigen sie ausgerechnet jetzt nicht am Fenster. Die Sonne rutscht langsam gegen den Wald runter. Es abiget. Kein Bein ist mehr unterwegs. Ich soll doch heim. Da, schaut dort. Ist es nicht der Herr Pfarrer, der zu Schürli mal Hansen Haus rauskommt? Sicher hat er der kranken Grossmutter noch einen Besuch gemacht. Oh, hilf mir denn niemand! Der Herr Pfarrer schaut verstaunet umeinander. Er sieht Anneli und kommt zu einem Mann. Grüß dich, Anneli. Was hat's gegeben? Du kreisch ja, wie wenn der Bader dir den Zahn auszieht. Du bist doch smaler, Lüssi, Anneli. Ja. Ich kann den Fuß nicht mehr zum Gitter rausnehmen. Ja, du liebe Zeit. Wie ist denn der da reingekommen? Ich wollte noch probieren, ob man noch die Tür drücken. Aha. Ich will schauen. Und schon war er drin. Das ist meine wieder mal Anneli Lüssi, wo ihm so etwas ins Sinn kommt. Zeig her. Wir schauen, was da zu machen ist. Sonst müssen wir halt den Bären abbrechen. Du wirst nicht ewig wollen, deinen Fuß in dem Gitter unten haben. Au, das tut weh! Ja. Jetzt musst du halt leiden. Man zwängt so ein Füßchen nicht ungestraft in ein Gitter, aber... Hey, heb dich still! Weisst du, ich muss den Fuß drehen, sonst springe ich nicht raus. Nicht zehren, was habe ich gesagt? Zum Donner nochmal, was ist denn das für ein Brill? Nicht einmal zu Abend hat man sie Ruhe. Ich meine, ich will rauskommen. Da kommen wir noch, Kasper. Wir können die brauchen. Draussen ist er. Das war wahrhaftig ein Kunststück gewesen. Putz jetzt Tränen ab, Andi. Es ist dir gut gegangen. Der Bär steht einmal noch. Und mit dem Fuß kannst du wieder gumpen. Es hat zwar einen Krebel dran, aber Grossmutter soll dir ein bisschen Salbe drüber streichen. Sie macht ja gute Salbe. Dann heilen die Sache im Nu. Einsperren, sag mir die Gaufe. Einsperren, sag ich. Sie hat nichts als dumme Flausen im Kopf. Zu meiner Zeit. Also. Da hättest du meine kein freundlicher Helfer, Galerie. So, hör jetzt auf, Pfnuchsen. Es ist ja kein Unglück geschehen. Schau. Da habe ich in meinem Geldsäckchen einen Batzen gefunden für dich. Ich lasse die Mutter und den Vater grüßen. Malen der fleissig? Ja, danke zum Schönsten. Danke tausendmal, Herr Pfarrer. Ist schon recht. Wie viel Zeit ist es? Oh, ich muss heim. Was? Das Säckchen ist nicht übel schwer. Adieu, Herr Pfarrer. Danke. Danke viel tausendmal. Ein Tausendskrott ist es schon, das Anneli Lüssi. Letztens habe ich es gesehen mit einer Forelle heimrennen. Mit einer lebenden Forelle aus der Döse. Ja, gewiss ist wahr. An meinen Augen nicht traut. Am Schwanz und am Kopf hat sie sich gehebt. Und ist davon gezappt, wie wenn es um sein Leben rennen müsste. Und wahrhaftig, es hat sie heimgebracht und in die Wassergelten reinlassen. Das hat ihm nicht gerade jemand angemacht.
Sein Bruder, der Rudi, er ist mit der Angelrute hinter dem Herd zottelt. Er hat nichts in seinem Kessel gehabt. Ja, ist er schon 6? Hoffentlich ist Sanneli die Heime. Nach dem 6 Leuten sollte man kein Kind mehr sehen auf der Strasse. Dort steht es vor der Haustür. Ein Küchen von lauter Pressieren. Strehlmachers Knecht, der Kuri ruft ihm zu. Es ist meine auch gut, dass die Mutter dein Salz nicht gerade gebraucht hat. Und die Kühe habe ich auch ohne dich getränkt. Hey, gang! Es sitzen schon alle um den Tisch herum. Sie wartet nur noch auf den Vater. Ja, Kuri, ein Batzen! Gefunden? Nein, vom Herrn Pfarrer überkommen! Vom Herrn Pfarrer? Seit wann steht unser Herr Pfarrer am Samstagabend auf dem Dorfplatz und verteilt Batzen? Da würde ich die Hand auch gerne anheben. Die Tunderskrott. Und doch ist mir keins von Lüssis Kind so lieb wie das Anneli. Es steckt aber auch, wenn es nur ein klein kann, bei mir in der Scheurenne. Jetzt gibt's den jungen Säuli. Denen schauen sie fürs Leben gern zu. Sanneli hat sein Salzsäckchen in der Küche abgestellt und ist leislich wie eine Maus an seinem Platz hinter einem grossen Schiefertisch in der Stube geschlafen. Es kommt gerade noch zur rechten Zeit. Hinter ihm hört man schon den Vater. Guten Abend. Guten Abend, Vater. So, sind alle da? So, Mani fehlt noch. Ich habe für den Lehrer einen Brief auf Feld durchtragen. Ich bin halbwegs gerannt. Es ist weit. So, so. Auf Feldgüber. In Druckerei, denke ich. Ja, nachher kann ich in der Zeitung lesen, was der Lehrer geschrieben hat. So, sitz jetzt ab. Wir wollen anfangen zu essen. Anneli, du sagst heute das Gebet. Speis Gott, tröst Gott alle armen Kinder, die auf Erden sind. Amen. Amen. Ich habe den Herrn Pfarrer gesehen mit dem Anneli reden. Er hat ihm wollen Salz abkaufen. Gebt ihr jetzt euren Müller zu essen? Die Mutter hat gesehen, dass der Vater die Stirn runzelt. Er hat es nicht gern, wenn beim Essen ein Haufen geschwätzt wird. Es steht eine grosse Platte voll Rösti auf dem Tisch. Jeder grabt an seinem Platz ein Loch in den goldgelben Berg. Von der Rudi zwei durchkommt mit seinem Löffel, haut ihm der Schagi eins drauf und knurrt. Hey du, das gehört noch mir. Hey, ja. Liseli, du hast ja noch keine Brombeerblättertee. Ich hab nicht gern. Ja, was nicht gern? Gib das Bäckerli an. Brombeerblättertee ist gesund. Frag noch Grossmutter, die wird das schon sagen. So, den Rest lassen wir heute dem Rudi. Hast du den Karren wieder versorgt und ein Stückchen Trockzwiebeln sorgfältig abgeladen? Der Landjäger hat mir geholfen. So einen schön gemalten Trock könnt ihr auch brauchen, hat er gesagt. So, so. Ja, der könnte noch eine Menge reden. Mutter, ich gehe noch in Bären führen. Es ist Samstag. Der Wirt hat scheint einen Auftrag für mich. Schon recht, Vater. Kind, ihr macht das runter, kommt. Aber ein bisschen singen dürfen wir doch noch auf dem Bänkli. Es ist Samstag. Bitte, Vater. Singen, meinetwegen. Oh, aber dann geht es ins Bett, verstanden? Ja. Also, gehen wir noch ein bisschen vors Haus. Beim Singen wird man froh. Kommt, hocken wir zusammen. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Pflücket die Rose, bis sie nie verglüht. Der Mond, der still Wandergesell, ist hinter dem Berg für die Schläufe gekommen, wie wenn er auch wegkommen hörte. Er ist nicht allein. Die Bänkli der Häuser sind nicht mehr leer. Dort legt die Grossmutter den gleismen Schal über die Achsel. Es geht immer noch ein Lüftchen, aber es schmeckt zentrum nach Frühling. Und das Lüssis Kind singt halt wetterschön. Pflücket die Rose, wird sie verblüht. Zum
um ins Bett zu gehen, hat es bis Lüssis und auch in anderen Häusern kein Licht gegeben. Die Kinder haben ihr Gewand in der Stube runtergelassen, viel war es nicht, und sind, was gisch, was hast, steigen darauf in ihre Schlafkammer gerannt. Zuerst noch auf die Lauben raus, an das Hörtli, wo man etwa hingeht, bevor man ins Bett einschläuft. Das war zu dieser Zeit auf den Lauben raus. Da hat man von selber schnell gemacht, besonders im Winter. Aber auch jetzt fängt man an zu schlottern, wenn man warten muss. Rennt euch Zanneli wegen dem allen Geschwister voraus. Oh, Anneli, pass doch auf! Und lass mich durch! Hütis, was ist geschehen? Die Kinder rennen alle wieder die Steine durchab. Jetzt ist doch das Anneli vor lauter Welle zuerst sein, der Grossmutter zmitzt auf den Schoss gesessen. Sie ist eben gerannt, wie wenn der Bös hinter ihm drin wäre und hat nicht gesehen, dass das Häuschen schon besetzt ist. Aber es kann doch nichts dafür, dass er sich im Dunkeln so bedenklich fürcht und um alles in der Welt nicht will, am Schwanz von der Reihe stehen. Es ist auch mächtig froh, dass es nicht allein muss im grossen Bett schlafen. Das Liseli teilt es mit ihm. Es und Sanneli gehen einander herrlich warm. Im Bett nebenzu schlafen das Amali und das Emili. Und in der Kammer nebendran sind die Buben daheim. Es wird noch bald still in der Kammer. Mutter sitzt noch in der Stube und nimmt den Geldsack zum Ofenrohr aus. Sie muss den Fäufer zweimal kehren, bevor sie ihn ausgibt. Für so 8 Kinder braucht es etwas. Und dann will es der Vater später schulen, dass etwas rechts raus wird. Da heisst es sparen. Aber Mutter Lüssi ist glücklich dabei. Der andere Tag ist ein Sonntag. Die Vögel singen bei Gostschoi, wenn sie es von Freude nicht mehr verheben könnten. Dabei schläft Anneliese im breiten Bett noch tief und fest. Geschwister ribbeln hinter dem Haus schon an ihren Schuhen herum. Da lacht der Schaki hell auf. Ahaha, kommt die endlich Sani Böckli. Schaut so, kann die Augen noch nicht recht aufmachen. Das ist gar nicht wahr. Wo sind meine Schuhe? Da, komm, ich helfe dir, wir müssen pressieren. Mutter findet schon die Weißtücher und Säufen. So, sind wir schon weit? Mhm. Hast du die Schuhe geschmiert, Rudi? Ja, ja. Er sieht aber nicht viel davon. Da hat es noch einen Dreck geflogen, der muss er weg. Ja, ich mach's grad. Ja, da sind Tüchli und frische Strümpfe. Jetzt aber einen Kanal durch die Mitte. Das Gesicht kommt dann zuerst dran beim Waschen. Hast du es gehört, Schaki? Ja, ja. Schnell das Tüchli umeinander, dass es eines Gesicht fliegt. Bis froh, du musst du doch nicht mehr waschen. Heute schon ein bisschen durchrührt, das wäre dir, hat mir fast keinen Platz. Ist ja nicht gäglich, Kasperi, der Krinoline. Die hat schon noch Platz gebraucht, wo sie in ihrem Räufrock wie ein Schiffli düster abzuschwimmen ist. Halt du, das ist mein Tüchli. Hey, das so. Sind meine Schuhe. Fertig. Oh, hat das gut da. Ich habe noch Wasser im Auge. Da, nimm das Tüchli. Hey, seid ihr fertig? Leidet ja schon in die Kille. Hört ihr nichts? Sofort, Mutter! Los, Schaki! Was ist, Liseli? Bist du wieder die Letzte? Nein, das ist Schangli! Auf die Reihe machen sie Wiesengras und die Wiesgeiss. Schau, dass sie den Kopf aufheben und umeinander schauen. Sie bimmelt auch mit ihrem Glöckli. Sie will die Kille rüten. Dann kommt der Herr ab dem Mann zu Hub. Und schlägt zu Säckli. Hinten drin, der Lehrer. Au! Geiss! Die Weissgeiss will die Kille. Sie läuft dem Rücken her hinauf. Er will sie heben. Jetzt störchelt er auf der Kille stecken. Der kann lang warten. Im Schnee machen sie Weissgeiss, lässt sie nicht fangen. Seht ihr's? Sie reißt sie auch vom Maurer Hans los. Sie rennt die Kille stecken darauf. Sie ist schon bei der Tür. Im Strahl machen sie Geist, will die Kille. Sie will die Predigt hören. Sie ist knapp in der Tür. Erheben sie. Sie ist wild, die Arm. Sie darf nicht die Kille die Predigt hören. Der Churi kommt die Kille steigen aufzustürmen. Schaut, schaut, dem Strahl machen sie Knecht. Vor dem Churi hat die Weisse Respekt. Er klopft ihn drauf und stößt in der Reihe durch. Oh, sie rennt zu uns runter. Kommt, kommt. Geist kommt, Geist. Grüezi, Weisse. Grüezi, Weisse, du Arme. Haben sie dir eben nicht in die Kille gelassen? Und du hättest doch so gern wollen zu Predigt gehen. Warte noch, bis ich gross bin, dann nehme ich dich mit. So, wird's bald. Was ist auch das mit euch heute? Dem Strehmacher sind Geist und wollen in die Kille gehen. Ich muss sie trösten. Auf
wo die Kirche aus ist, fängt es wie mit Gelten an regnen. Die Leute flöchnen überall hin, wo sie gerade ein Dach finden. Strehlmachers Knecht, der Churi, stellt den Rockkragen auf und stößt die Hände in die Hosensäcke. Zum Anneli, seinem Vater, der unter der Haustür steht, sagt er: Der Regen wird mir neimen nicht gefallen. Wenn er nur etwa wieder aufhört. Sonst haben wir dann die Bescherung. Ich weiss nicht, ich weiss nicht. Mein Rücken hat man schon lange nicht mehr so weit. Ihr müsst euch halt einen anderen Rücken zutun, Churi, das ist es. Sanneli hat hinter dem Fenster gehört, was die zwei Männer miteinander geredet haben. Es lacht nicht. Immer noch, wenn der Churi über seinen Rücken geklagt hat, ist ein böses Wetter gekommen. Was gibt's echt jetzt? Sanneli sitzt auf der obersten Ofentritt. Von dort kann man auf den Kachelofen schlafen. Er ist ein bisschen warm. Sanneli stößt das Vorhängli auseinander, dass es in die Stube runterschauen kann. Auf einmal fängt es an zu singen. Es ist ein Wöhler, wenn es singt. Wir sennen heiss gut, ein Käse und ein Danke, das gibt uns gutes Blut. Huderia, holalaya, huderia, holalaya, huderia, holalaya, huderia, holiho. Und ein Spinnrad und ein Bestrat und ein Geschäftgeld, die Chua, das gibt mir mein Ätti. Es regnet. Es kommen ganze Bächtstrasse drauf. Und ein nickel-nackel-neues Häuschen. Und ein nickel-nackel-neues Sach. Und ein nickel-nackel-neues Fenster mit Hudenfärmer. Huderia, holalaya. Huderia, holalaya. Huderia, holalaya. Huderia. Jetzt regnet es. Es regnet seit dem sonntigen Morgen. Eigentlich kann man dem nicht mehr regnen sagen. Es güsst wie mit Gelten und windet noch dazu. Der Churi hat nicht umsonst über seine Gesüchter geklagt. Er hat es ja vorausgesagt. Aber dass es so kommt, hat er auch nicht gedacht. Alles ging ja noch an, aber Tös ist zu fürchen. Tös! Das Wasser, das vom Tösstock in seinem selben gerappten Bett durchs Tal abzufliessen kommt. Ist ein schönes Wetter, schlängelt sich die Tös mit nur wenig Wasser gemütlich zwischen den Steinen durch. Murmelt vor sich hin und schwiegt manchmal ganz. Ja, es kommt vor, dass das grosse Mühlefuhrwerk mit den vielen schweren Mehlsäcken von den Rossen durchs Tösbett aufgezogen wird. Aber eben nur, wenn die Tös wenig oder fast gar kein Wasser hat. Jetzt gurgelt sie und schaumt und schiesst davon wie ein wildes Tier. Sie spritzt bis zum Uferweg rauf. Ja, noch weiters. Das Kuhne Heiri ruft gerade: Ich komme einen halben Baumständer ab und dort etwas vom Dach. Eine Sau, du liebe Zeit, eine Sau! Und Hühner, da gibt's nichts mehr zu retten. Alles soll zum Tösbruch rauskommen. Wir brauchen Holzstämme und Erde zum Sauverhöcher machen. Gebt Acht, gebt Acht! Gebt doch Sorge! Wenn da ins Wasser fällt, kommt nicht mehr raus. Zum Rampfuhe! Wenn das Ufer nicht standhält, kommt das Wasser durchs Dorf durch. Das Unglück! Der Herrgott, mein Gespür! Nicht durch den Heiri! Flieht, Churi! Kannst nicht mehr wehren! Churi! Wasser ist Holz mit! Erde! Fliehend! Da durch! Da durch! Da durch! Sie bringen ein neues Mutterholz! Sturm! Es sieht böse aus! Wehren die! Denkt an unser Fee! Unsere Häuser! Unsere Ächter! Es darf nicht geschehen! Die Männer arbeiten mit der letzten Kraft. Tös, die keinen Bogen mehr ums Dorf machen. Das Wasser drückt geradeaus. Und mit was für einer Gewalt. Wenn man nicht mehr Meister mag, kommt es mitten durchs Dorf ab und über die Wiesen und Ächer rein. Die Leute im Dorf binden das Vieh besser an im Stall. Sie nehmen die Hühner und Säue in die Stube nur. Sie räumen ums Haus um einen Weg, was nur zu räumen ist. Auch bis Lüssis die Heime hetzt man umeinander. Anneli, mach Geissen los und führ sie in die Kirche nur. Dort sind sie sicherer als da. Aber komm gerade wieder. Man weiss keine Minute, wenn das Unglück geschieht. Mutter, ich habe Angst. Jetzt nützt Angst auch nichts. Jetzt kann man nur noch die Hände brauchen und beten.
Mutter am Schermen. Also, Babetti, bringst du deine Schäfchen? Ja, die Mutter hat gesagt, ich soll es an eine Kirchenbank binden. Ich muss noch die Hühner holen. Oh, habe ich Angst. Das nützt sie nichts, hat die Mutter gesagt. Oh, du, da kommt Schürmeiers Gerät. Sie bringt ihre zwei Gänse. Und das Landjägers Marie hat zwei Enten unter dem Arm. Ich gehe noch heim. Die Glocken tönen so unheimlich. Gegen Mitternacht hat der Regen angelassen, haben sie am Morgen erzählt. Am Morgen, wo die Kinder aufgestanden sind, hat die Sonne so vergnügt über den Berg gegüchselt, wie wenn überhaupt nichts geschehen wäre. Aber was sieht sie? Ein Tös, wo ihr braunes Wasser immer noch zwischen den Häusern durchjagt. Ächer und Wiese voll Stein und Schlamm, Holzstück und da und dort ein totes Tier. Das war das Schauen gewesen, dass die Sonne schnell einen Schleier übers Gesicht gezogen hat, um nichts mehr zu sehen davon. Die Tös aller Leute hätten das allweg auch gern gemacht. Aber es hätte ihnen nichts genützt. Ihre schönen Ächer und Wiese sehen aus, dass es traurig ist. Gärtli von den Häusern sieht man überhaupt nicht mehr. Die meisten Gartenhäge sind verschwunden. Alle Arbeit war umsonst. Annelies Eltern sind mit der Grossmutter und dem Kind wieder in ihr Haus zurück. Aber du meine Güte, wie sieht's da aus? Alles nass und Stein, Schlamm und Holzstück, sogar in der Stube. Am besten hat noch am Vater seine Werkstatttür verhebt. Er hat Gottlob schon bald wieder weiterarbeiten. Mutter aber hat mit dem Kind putzen. Putzen, sie hat nicht mehr hören. Sie haben die Feister aufgesperrt und den Kachel geheizt. Am dritten Tag nach dem Geschehen ist Dös wieder ihr altes Bett zurück. Sie hat da, wie wenn sie nie über die Ufer eingereist wäre. Mann, Frau und Kind mussten einander helfen, um wieder Ordnung auf den Strassen und Wiesen und Ächer zu machen. Hey, was hat's da Stein zusammenzulesen gegeben? Der Manneli und seine Geschwister haben es abends den Rücken gehörig wehgetan. Am Tag hat die Mutter zum Schaki und Anneli gesagt: Ihr könntet die Bänne nehmen und Mist suchen. Den könnten wir jetzt gut brauchen. Mehr, immer mehr. Der Schang hat noch nie müssen gehen. Der Schang hat für den Vater eine Besorgung zu machen. Und überhaupt gibt es nichts zu machen. Du kannst dann im nächsten Winter schauen, wer dir zu essen gibt. Komm doch, Schaki! Ich trage die Schaufel und den Besen und du kannst die Bänne stossen. Schau! Ich mache Musik! Tsching, 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 tsching! Tsching, 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 tsching! Tsching, tsching, tsching! Hey, hör doch auf! Die Leute schauen ja zu den Feistern aus. Die meinen, das kommt wieder. Du kannst denken. Komm jetzt! Tsching, 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 tsching! 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 Tsching, tsching! Schau, da kommt der Kuretli mit seiner Bänne! Komm, pressier! Zuerst da war ich, Huren. Der Haufen Mist gehört uns. Ja, der gehört uns. Geht auf einen anderen Weg. Wir sind jetzt da. Ihr werdet die Straße wohl nicht gemietet haben. Ich kann Mist suchen, wo ich will. Anneli, schaufeln in unsere Bänne. Der Mist gehört mir. Anneli, hau mit dem Besen. Du kannst nicht so weit weg, Huren. Der Kuretli ist kein starker Bub. Er hat an dem Ort, wo sie ihm verkostgeldet haben, allweg auch nicht zu viel zu essen. Er ist Verdingbub beim Hindereckbauer. Der ist nicht gerade der Feinste. Als der Kuretli nicht mehr mal kam, sitzt er auf seinen leeren Mischkarren und fängt an zu schreien. Da haben Anneli und der Schaki auf einmal ein mächtiges Verbarmen mit ihm. Seine Beine ist ja noch ganz leer. Sicher wird er geschimpft, ja vielleicht sogar ausgeklopft, wenn er ohne Mist heimkommt. Anneli sagt zum Schaki: Komm, wir geben dem Kuretli die Hälfte aus unserer Beine. Nimm die Schaufel, sie liegt dort. Bist du jetzt zufrieden, Kuretli? Mhm. Komm jetzt, wir fahren zum Bären führen. Ich glaube, das Mehlfuhrwerk ist gekommen. Der Fuhrmann bindet doch auch mit seinen 6 Rosen dort an die Stange. Der Fuhrmann verschneidet Brot und rührt die Krippe für die Rosse. Oh, Brot! Kommt! Der Schimmel ist mein Freund und du hast den Kohli dort vorne, gell, Schatti? Nimm du den Hansl als Freund, Kuretli. Sicher, das braune Ross heisst Hansl. Das ist ein ganz liebes, gell, du Schaki? Das macht einem nichts.
Und wenn dann der Fuhrmann in die Ehre geht, dann darf man ein bisschen näher vom Brot. Schau, der Fuhrmann geht in den Gasthof rein. Oh ja. So, Schimmeli. Hast du auch Hunger? Kann ich auch ein bisschen haben? Wenn wir miteinander teilen. Einmal du und dann wieder ich. Darf man haben von diesem Brot? Ja, ja. Der Fuhrmann ist ein guter. Er hat mir auch schon gegeben von dem Brot. Ich komme selten bald rüber. Fast immer Herdöpfel. Oh, das ist ein Feinstück. Drinnen ist das Beste. Danke, Schimmel. Ist das etwas fein? So, so. Sind ihr die Spatzen, die meinen Ross geholfen haben, den Brotsack zu klären? Sonneli, Lucy hat gesagt, wir dürfen. So, so. Hat's gesagt. Da. Leer den Sack noch. Das Dunkelmiss ging nicht gerade üppig zu bei euch daheim. Hm? Wer bist du? Der Churet. Während der Fuhrmann die Rosse eingeschiert, vernimmt er allerlei vom Churetli, was ihn an seine eigene Kinderzeit erinnert. Auch er war ein Verdingbub. Er hat schwer arbeiten und böse Hunger leiden. Er stoss dem Churetli eine halbe Wurst in den Hosensack. Und das Anneli und der Schaki haben ihm seine Mischbeine fast ganz gefüllt. Von diesen 6 Rossen hat es Misch genug gegeben. Das Anneli ruft dem Churetli zu. Wir haben geteilt. Und jetzt fahren wir noch ein Stück weit hinter dem Maulfuhrweg rein. Komm, Churetli. Dann bringst du sicher auf alle Beine heim. Das Ziegermannli. Das Ziegermannli aus dem Glarnerland. Und das ist es. Geht grüezi miteinander. Grüezi, Ziegermannli. So, auch wieder um den Weg. Und bringt immer den guten Ziegerstöckli mit. Aber was ist bei euch geschehen? Das ist gekommen. Was ihr nicht sagt. Ja, es ist ein böses Schauen. Da bin ich schon noch froh, als ich nicht früher von der Heimat fort bin. Kurz laufen ist es da unten heute, das muss ich schon sagen. Mist! Komm, Churetli, wir teilen! Nein, Haufen, ihr könnt auch helfen. Ja, so ist recht. Das freut dann bis ins Herz rein, wenn man so etwas sieht. Da, das ist mir ein Ziegerstöckli für heute. Soll jedes ein Mucke nehmen. Oh, danke vielmals! Etwas Besseres als Glarner Zieger gibt's gar nicht. Aber jetzt lebt wohl. Ich muss da den Berg rauf. Die warten im Sitzberg oben allweg schon lang auf mich. Adieu, Ziegermannli! Adieu! Gottes Segen! So. Jetzt aber hü! Oh, du, die feine Zieger. Wir haben dich noch vom Brot im Sack. Aber zuerst gehen wir noch ein Stück weit hinter dem Maulfuhrwerk her. So lange, bis unsere Mischbeine voll sind, gell, Churetli? Dann sitzen wir an einem Wiesenbord und essen Brot und Ziegen. Oh, wo ist die Beine schwer? So, jetzt sitzen wir da ans Wiesenbord. Oh, jetzt bin ich aber müde. Und Hunger, Honey. Ist das gut. Seh? Danke, Anneli. Hast du keinen Vater, Churetli? Er ist gestorben. Ja, und die Mutter? Sie muss arbeiten. Er hat die Kinder weggenommen. Meine Schwester ist beim Bauer im Ramsberg oben. Es hat es besser getroffen als ich. Auf einmal hat der Churetli wieder traurige Augen. Das Anneli besinnt sie, was es ihm auch noch geben könnte. Da ruft der Schaki. Schau dort, die Einsiedler. Mal sind sie. Sie murmeln doch so vor sich an. Ja, sie beten. Sie haben schon einen weiten Weg hinter sich. Und wollen noch bis auf Einsiedler laufen. Alles zu Fuß. Und dabei haben sie Erbsen in den Schuhen. Echte, harte Erbsen. Hey, ja, darum hinkelt es doch. Die Füße tun ihnen weh. Die Schürmeier hat mir das letzte Tag gesotten, das sind sie weicher geworden. Da haben die Füße nicht mehr weht. Ja. Oh, ich muss gehen. Ich danke tausendmal. Ihr müsst auf eurem Land dann keine Ordnung machen. Oh, bei uns gibt es einen Haufen Arbeit, lauter Stein
und alles muss man auflesen. Der Kuretli ist mit seinem vollen Karren davon gereist und auch Sanneli und der Schaki haben sie auf den Heimweg gemacht. An der Strasse sind grosse und kleine Steinhäufen gelegen. Frauen, Männer und Kinder haben auf den Nächern gewerkt, so viel sie noch können. Grete ist wenig geworden, dafür umso mehr geschafft. Die Leute haben schon manches schlimmes Wetter erlebt, aber so böse wie das Mal ist es schon lange nicht mehr zugegangen. Und doch sieht man keine so verzweifelten Gesichter mehr wie am Tag vorher. Die Hoffnung, dass doch noch alles gut kommt, schaut diesen Männern und Frauen zu den Augen aus. Sie wissen, dass es jetzt nichts anderes gibt, als tapfer sein. An einem von den nächsten Tagen war Anneli an der Reihe, um mit dem Kessel Milchkohlen in der Hütte. Aber das ist für ihn immer so eine Sache. Nicht weit von den Milchhütten weg steht das Häuschen vom Kreidemandli und seinem Fraueli. Es sind rechte Zwergli. Das Fraueli ist kein bisschen grösser als ein Anneli, sein jünger Schwesterli, wo in die erste Klasse geht. Und das Kreidemandli das Gleiche. Die zwei machen den Winter über Klüpperli und Kehle. Sie flechten Körbe und pflicken Alte. Sobald aber der Frühling kommt, machen sie sich auf die Wanderschaft. Sie laden ihre Ware auf den Buckel, hängen vorne und hinten über die Achsel die schön gebündelten Kehlen und Klüpperli und ziehen zum Dorf aus, um ihre Ware zu verkaufen. Natürlich muss Sanneli jetzt schauen, ob sie schon fort oder noch da sind. Bei dem grässlichen Wetter haben sie sicher noch nicht gehen. Und richtig, dort sitzen sie, jedes auf seinem Stühli und ziehen wieder Ruten durch ein Korbgrip durch. Oben durch, nunen durch, oben durch, nunen durch. Und wie schnell das geht. Das Kreidemandli und sein Fraueli sind nicht allein. Da sitzen auf einer weiss gefegten Bank der Kuretli, das Babetli und der Jockel vorne zu und lachen, dass sie sich die Bäuche heben müssen. Das Kreidemandli hat ihnen eine Geschichte erzählt. Sanneli will auch hören. Das Kreidemandli weiss ganzen Haufen Geschichten und Vers. Bei niemandem muss man so lachen wie bei ihm. Wo Sanneli zum Türspalt schläuft, hebt er gerade den Zeigefinger auf. Ja, Zürich ist eine grosse Stadt. Winterthur eine kleine. Wenn du Geld im Kasten hast, so schau, dass dir nicht Schweine. Schön, dass wir hier sind, Mittli. Schau, Sanneli. Grüezi, Sanneli. Grüezi, miteinander. Oh, Kreidemandli, ein Vers fürs Anneli. Sag mir auch einen. Mir auch. Mir auch. Hinterm Haus und vorm Haus steht eine alte Bäre. Und wenn der Jocker rauskommt, so fängt sie an zu sären. Das Kreidemandli ist von seinem Stuhl runtergerutscht, wie wenn es auf der Bäre säß und hat die Hände in die Höhe gestreckt. Natürlich machen dem alle Kinder nahe, nicht nur einmal, und lachen und johlen. Wenn der Jocker rauskommt, so fängt sie an zu sären. Jetzt wird es besser. Das Babetli mag nicht lustig sein, das Babetli mag nichts machen. Ein Mösli Wein und Zucker drin, dann mag es wieder lachen. Ein Mösli Wein und Zucker drin, dann mag es wieder lachen. Aha, der Pöstler. Hey, ihr habt es meine wieder mal lustig. Ja. Ja, grüezi miteinander. Grüezi, Mösli. Da hat meine jemand verbarmen mit Leuten, die ihnen den ganzen Garten weggeschwemmt hat. Das Back ist von Winterthur. Ja, für mich? Präzise. Es dunkelt mich. Das Pack hier schmeckt recht gut. Ja, ihr müsst da noch unterschreiben. So. Ja, unterschreiben. Was meint ihr, was für ein Name das Kreidemandli aufs Papier angemalt hat? Zwei Kreuzli hat es gemacht mit der Kreide, die in der Nähe gelegen ist. Jetzt wissen wir, warum die Leute dem kleinen Mann Kreidemandli sagen. Es kann gar nicht schreiben. Es ist noch nie in die Schule gegangen. Wenn es unterschreiben muss, macht es mit der Kreide zwei Kreuzli, das Kleinmandli. Eben das Kreidemandli. Und lacht wie ein Spitzbub dazu. Das mal ganz besonders. Wie schmeckt es aus dem Pack raus gut. Auch die Kinder strecken ihre Nase. Natürlich auch Sanneli. Aber da klopft jemand wie Letz an die Feisterscheibe. Susam vom Hinterberg ruft. So, ihr seid noch nicht in der Hütte gewesen. Mir hat mich schon lange gehofft. Der Sand fährt jetzt dann fort. Fort? Oh, ich muss gehen. Ich auch. Ich muss Milch haben. Ich muss Milch einbringen. Wir auch. Sanneli hat von lauter Singen ganz vergessen, Milch einzubringen. Das
Friedemannli hat gelacht, bis seine Stube leer war. Aber nicht aus Schadenfreude, sondern nur dem Versli dichten zu lieb. Es hat schon gewusst, dass der Senni der Hütte wartet, bis er die ganze Milch verteilt hat. Ja, das Friedemannli. Nach nicht langer Zeit hat der Kind ins und sein Fraueli nicht mehr die Heim angetroffen. Wo die Sonne angefangen hat, warm und wärmer scheinen und das Grün auf den Ächern wieder vorgekrochen ist, haben das Kreidemandli und sein Fraueli nicht mehr länger gewartet. Am Morgen sind die Läden an ihrem Häusli zu gewesen. Nichts hat sie mehr verrot im Stübli. Zuerst ist es dem Kind vorgekommen, das Dorf sei ausgestorben. Immer hat man doch sonst können schnell zum Kreidemandli schauen. Und immer ist es bei ihm lustig zugegangen. Jetzt hat man da und dort in den Häusern wieder hören singen. Das Lüssis Kind sind am Abend aufs neue Bänkli vor dem Haus gesessen und noch bald hat es tönt. Komm, wir beide nach Rieseli Bühnen, beisammen Ort und Rüseli viel. Rote, schwarze, Gibeli, Gari, zwei bis drei an einem Stiel. Fallari, Fallara, Fallari, Fallara, zwei bis drei an einem Stiel. Und was singen wir jetzt? Das Bauernbübli. Es wäre diesen Burschen und Mädchen am Engslied in sich gekommen, aber es war Zeit gewesen, zum Untergehen. So, jetzt aber Schluss und ins Bett mit euch. Gute Nacht, Mutter. Gute Nacht, Mutter. Schlafet wohl. Gute Nacht, Kinder. Sanneli ist natürlich wie das Beisewetter davongezapft. Ja, wir wissen ja warum. Am anderen Tag mussten die Kinder wieder in die Schule. Das ist dann ein Verzählen gegangen. Die Schule war ja eine ganze Woche beschlossen. Das Wasser ist fast gar bis zum Schulzimmer mit den vielen Fenstern hochgekommen. Und obendrauf wohnt noch der Lehrer. Sie haben ihn und seine Frau und Kind auch geholt. Und nachher haben ihm gute Nachbarn geholfen, wieder Ordnung im Schulhaus und drum herum zu machen. Aber es sieht noch nicht schön aus. Nein, gewiss Gott nicht. Aber wenigstens scheint wieder die Sonne zum Fenstern ein und alles ist überstanden. Die Schüler sind wieder angerückt und in die langen Bänke geschlafen. Es haben 4, 5 Buben und Mädchen in so einem Bankplatz. Sanneli Lüssi sitzt Gottlob ganz nah beim Fenster. Es geht nicht ungern in die Schule, das kann man nicht sagen. Es kann auch schon die längsten Gedichte der 5. und 6. Klässler auswendig, trotzdem es erst zu den 3. Klässler gehört. Und doch, lieber als in der Schule, säße sie jetzt an der Tösunne und würde schauen, ob sie etwas Schönes finde unter all dem Zeug, wo sie bei der Überschwemmungstal durchgebracht und dann liegen gelassen hat. Oder sie will zur Tösbrücke schauen, wie die Männer sie neu machen. Die Altbrücke ist zusammengefallen, das Wasser hat sie vorgeschleicht. Sanneli schaudert, wo sie daran denkt. Aber eigentlich sollte sie jetzt an etwas ganz anderes denken. Es sitzt ja in der Schule und der Jockel vom Hindenberg neben dem Zug.